Hey! Yo! Willkommen zu Fact Time! Be the preacher, would you be my... Was the dun the dun dun? I still got a lot of shit to learn, I'll admit it. Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Format Fact Time. In diesem Format soll es Fakten zu aktuellen Themen geben. Alter Schwede, stellst du eigentlich jede zweite, dritte Woche ein neues Format auf deinen Kanal vor und hältst kein Format so richtig ein? Er ist und bleibt einfach eine Lusche, ganz einfach. Leute, ich bin gleich wieder da. Wieso? Ich gebe mir so viel Mühe. Nein Leute, Spaß beiseite. Im Endeffekt möchte ich auf meinem Kanal in Zukunft einfach nur ein paar Fakten machen, da es mir mega Spaß macht, Faktenvideos zu produzieren, was man auch an den Harry Potter Fakten sieht. Und ja, ich werde mir da einfach jedes Mal ein Thema rauspicken. Heute zum Beispiel wird es um die Horrorclowns gehen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt nicht lange rum, sondern ich fange an. Fakt 1. Der erste Horrorclown ist 2014 in Amerika aufgetaucht. Allerdings wurde darüber nicht sehr viel in den Medien berichtet. Fakt 2. Im deutschsprachigen Raum ist der erste Bericht über die Horrorclowns am 15. Oktober gemeldet worden. In Österreich sind sie auch schon aufgetreten. Erste Meldung vom 19. Oktober. Der Scheiß daran ist, ich wohne in Österreich. Ich muss mich echt langsam verstecken. Kannst du mir bitte helfen? Hier sind so viele Horrorclowns. Ey Mann, du brauchst dich keine Panik schieben, okay? Und wir von der NSA überwachen alles. Wir haben schon jeden einzelnen Clown gefunden. Also entspann dich. Okay Leute, was für einen wichtigen Punkt entnehmen wir jetzt diese Unterhaltung? Geil, ich werde überwacht! Fakt 3. Die Clowns wollen die Leute nicht nur erschrecken. In Deutschland gab es schon mehrere Fälle, wo Leute verletzt wurden. Zum Beispiel wurde in Rostock eine 19-jährige Frau mit einem Baseballschläger geschlagen. Fakt 4. Viele dieser Clowns orientieren sich an dem Film The Purge. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Diese Clowns denken, dass sie in einer Nacht, nämlich Halloween, jegliche Straftaten ohne Verfolgung machen können. Fakt 5. In Heinsberg-Tremmen fand man das ganze Clowns-Gedudel nicht so witzig und entschloss sich kurzerhand den Clown in den Kopf zu schießen. Resultat daraus, Clown tot, Mann auf der Flucht. Wobei, muss man ehrlich sagen, das nenne ich mal Karma. Fakt 6. Psychologen vermuten, dass sich der Trend des Killer-Clowns aus Halloween entwickelt hat. Klar doch hat sich das aus Halloween entwickelt. Eindeutig vom Süßigkeiten-Battlen beim Nachbarn. Das hängt schon nah zusammen. Also an dieser Stelle stelle ich mir mal wieder die Frage, ihr Psychologen habt doch studiert. Hat der in dieser Zeit vielleicht ein bisschen zu viel davon konsumiert oder woran liegt das? Nein, Spaß beiseite. Psychologen werden gebraucht, besonders von den Leuten, die sich einen Witz draus machen, andere Leute zu Tode erschrecken. Solche Leute gehören meiner Meinung nach wirklich in psychologische Behandlung, denn sowas ist ein No-Go. Und das möchte ich euch mit diesem Video eigentlich nahe bringen. Auch wenn es ein bisschen Comedy verpackt ist, sowas geht nicht. Lasst es. Das ist nicht witzig. Das war's für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier oder abonniert mich da oben. Bis dahin verabschiede ich mich. Ciao.